Hier ist die Cantina-Band. Junge, sieht aus wie ein Stück Fleischwurst, Mann. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zur Böllertour XXL 1.0. Wie ihr seht, haben wir hier wieder richtig geile Artikel. Von allem etwas dabei. Ein paar Böller, ein paar Raketen, ein paar Bombenrohre, ein bisschen Leuchtfeuerwerk. Natürlich hier auch richtiger Premium-Stuff. Geht auf jeden Fall richtig ab und das soll euch schon mal so ein bisschen Vorfreude auf Silvester machen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt im Helden mit den ersten Produkten. Also viel Spaß. So, wir fangen an hier jetzt im Helden mit den Riesenkanonenschlägen von Keller. Natürlich vielversprechend Riesenkanonenschläge. Oh ja. Ja. Sehr weich. Sehr weich. Oben haben sie Folie drüber gespannt. Unten ist nix. Aber eine schöne Lunte haben sie. Oh. Gott. Das ist. Es knallt auf jeden Fall. Genau. Also funktionieren tun sie. Aber man muss mal drauf achten, die machen nicht mal richtig Schall. Sei denn, der ist jetzt gut, aber... Ja, der ein bisschen besser war. Ja. Also lange Hülse auf jeden Fall. Hätten sie auch hier abschneiden können, hätten sie einen kürzeren gehabt. Ja. Also so D-Böller-Niveau. Warte, wie viel NEM hat der? 2,3 Gramm. Mehr als normaler D-Böller, okay. Ich weiß nicht. Geht so. Wir machen weiter mit den Flashbang. Ja, mit dem Flashbang würde ich sagen. So, die aktuellen Flashbang jetzt im Test. Erstmal einer gerade hoch. Oh, ich glaube, den hatte ich gar nicht im Blick. Weiß ich gar nicht. Ist ein bisschen hinter uns geflogen. Ja, Lautstärke war okay. Ja. Aber sind halt auch nur irgendwie 1,8 Gramm drin. Auch. Doch, sind gut. Sind schon gut, auf jeden Fall. War noch einen gerade oder was? Ja, das einen gerade nochmal. Doch, kann man gebrauchen. Ja, brauchen wir noch lieber für Silvester. Absolut. Kommt bestimmt gut, wenn man in der Stadt wohnt und auf so einem Hochhaus, wenn man auf der gleichen Etage steht. So ein 3 Meter neben dir. Bam! Komm, wir machen mal hier diese Color Thunder. Ja. Oh, kommt direkt drei raus. Ja, passt doch. Guck mal, die sind mal aneinander geklebt hier. Zack. Ja, mal Gips unten im Böllerchen. Sind aber ziemlich dick. Mal gucken. 2,5 Gramm. Ich glaube, das sind solche, kennst du die XP3? Die erst so... Vorbrenner. Ja, genau. Ja. Mal gucken. Sieht man eigentlich auch schon immer, wenn die dieses ja, lila genau. Papierchen haben wollen. Oh. Oh ja. Gut. Hey, der Knall ist echt nicht schlecht. Eigentlich eine gute Standfläche. Oh, laut, ey. Ja, doch. Gut. Nummer 3. Oh. Ja. Doch, sind gut. Sind gut. So, und als letzten Artikel jetzt hier noch die Vipper 5 im Hellen. Und los! Genau. Hier ist die Cantina-Band. Junge, sieht aus wie ein Stück Fleischwurst, Mann. Und der Knüppel hat, ne? Ja. 5 Gramm haben sie. F2, also die dürfen nicht mehr als 120 dB haben. Mal gucken. Größe ist ja nicht alles, stimmt's, Jonas? Ha. Ich kann schon viel mit meiner Größe. Oi. Alter, der kann auch viel mit seiner Größe. Lecko, Fanny. Guck mal, wurde zurückgeschossen. Ja. Das ist schön. Die gehen aber auch schnell. Ja. Boah. Doch, finde ich sehr gut. Schön. Boah, die hinterlassen aber auch, also... Ja.
Das schallt hier Astra in das Tal. Oder? Ja, wirklich. Richtig gut. Geil. Gute sind, Dinger. Ja, sind sehr, für sehr gut. Top-Teile. Ja. So, weiter geht's jetzt im Dunkeln. Eine halbe Erde aus China ist hier eingeliefert worden. So, es ist dunkel. Jetzt kommen erstmal die Artikel, die nicht knallen. Wir fangen mal an mit den Turbo Turtles, oder? Ja. Wollen wir zwei machen? Oder? Ja, zwei Stück. Ich glaube, die drehen sich und pfeifen. Mal gucken. Okay. Alter, ja, die pfeifen. Aber sehr, sehr kurzer Effekt leider nur. Machen wir noch den zweiten. Ultra laut kreischend. Nee, die Dinger können keinen Blumentopf gewinnen, wa? Nicht so geil. So, als Vergleich dazu jetzt den Feuerteufel von Blackbox. Gucken, wie der Eumel aussieht. Aha, sieht exakt so aus wie so ein Turbo-Turtle. Alten Schlappen. Der hat Speed drauf. Lecko, Funny. Alter. War richtig schnell. Geil. Geiles Ding. Wir machen erstmal vom Geysir Kaliber A rot und grün jeweils einen. Jetzt noch in grün das Ganze. Boah. Geil! Sehr cool. Und als Vergleich jetzt Geysir Kaliber C. Und drei verschiedene Farben. Oh Gott, ja genau, die machen wir alle dreimal. Also erst der rote. Alter! Da ist auf jeden Fall eine Big Ball Ladung drin. Ja. Junge. Wenn nicht zwei. Krass. Okay. Vorher so ein Rotlichtviertel. Ja, Alter. Ja, dann machen wir jetzt blau. Blau ist teuer. Boah. Heftig. Man wartet auch einfach nur, bis das endlich da rauskommt, ey. Dieses Knistern. Boah. Schönes Grün. Das schallt auch, ey. Das ist schon ordentliche Lautstärke, was da rauskommt. Aber geil, ey. Geile Dinger. So, und weiter geht's jetzt mit den nächsten Artikeln. Wir haben einmal die Vulcan Rockets und die Rocket Party. Krasser Scheiß, vielleicht sind die sogar gleich. Wir machen dann jedenfalls mal so einen kleinen Vergleich. Oh, wie süß. Ohne Zerleger. Oh Gott, richtig schlecht.
Ja, okay. Mal gucken, was die hier können. Die Vulcan Rockets. So, wir fangen an mit Red und Green. Wow. Okay, jetzt Green Stars. Ja, Red Stars. Ja, White Glittering. Ja, es glittert. Also, natürlich, alle Raketen waren nicht gut, aber allerschlechtesten waren die von StarTrade. Aber weiter geht's jetzt mit dem nächsten Artikel. Und der nächste Artikel ist der Schweizer Vulkan Nummer 2. Leider habe ich das Mikro nicht angemacht, sodass ich die ersten Sekunden nachsynchronisiere und euch danach nur noch das Vulkanfinale mit Originalton zeige. Oha, tja, leider hatte ich das Mikro aus, bis kurz vor Schluss. Geiles Teil, ey. Und hier geht die Schlacke runter. Ja, weiter geht's jetzt mit den lauten Artikeln. So, als nächstes jetzt die fette Elke von Blackbox. 3 Schuss, Bombenrohr verbund. Schön, ey. Junge, ja, war gut, muss ich sagen. So, weiter geht's jetzt hier mit einem Bombenrohr, beziehungsweise eigentlich ist ein römisches Licht, und zwar das Hammer-Salut-Bombenrohr oder Röli von Gao. Ja, tief genug. Ja, das war jetzt nicht so besonders laut, muss man sagen. Naja. So, das sind jetzt die Batterien von der Böller-Tour. Wir fangen mal mit der kleinsten an hier, mit der Palm. Genau, schön da rein. Ja. Palm. Krass, gar nicht schlecht. Hm. So, und jetzt die Farbrausch von Röder. Genau, Farbrausch. Oh yeah. Sehr geil. Für die Größe, echt nicht schlecht. Ja, Big Helios, das ist eine ruhige Batterie. Big Helios als nächstes.
Wirklich eine schöne Batterie, finde ich. Wirklich schön. Und jetzt noch die Pusteblume. Dann let's go. Safe. Ja, gut. Wunderschön. Als nächstes jetzt die Nico Popping Flowers. Also so klein ist das Finale eigentlich gar nicht. Achso, kommst du dran? Ja. Was ein Panorama-Erlebnis. Heftiger Scheiß. Und ja, Leute, in diesem Sinne, viel Spaß in der Vorsilvesterzeit und ja, wir sehen uns bei der nächsten Böller-Tour wieder. Bis dann.